Ja, wir befinden uns hier im Brahms-Foyer der Leishalle und die große Statue, wo ich hier stehe, das ist die Brahms-Statue. Und die gab diesem Foyer auch seinen Namen. Geschaffen wurde diese große Marmorplastik von dem Leipziger Künstler Max Klinger im Jahr 1909. Das war ungefähr ein Jahr, nachdem man die Leishalle 1908 feierlich eröffnet hatte. Und wir sehen hier Brahms umringt von seinen tanzenden Musen. Johannes Brahms, das war ja ein ganz großer Komponist der Romantik und er ist gerade den Hamburgern ein Begriff, denn Brahms wurde 1833 in Hamburg geboren und zwar ganz in der Nähe der Leishalle im sogenannten Gängeviertel. Er wurde damals im Michel getauft und konfirmiert und wuchs dann auch ganz in der Nähe der Leishalle hier auf. Ja, und Brahms war nicht nur ein begnadeter Komponist, er war auch ein ganz hervorragender Dirigent und Pianist und er war sehr eng befreundet mit Robert und Clara Schumann. Wir sehen hier im Saal bei diesen ganzen Büsten unter anderem auch eine Frauenbüste, nämlich genau die von Clara Schumann. Und die Clara Schumann, das war ja eine der wenigen Frauen, die zu dieser Zeit nicht nur künstlerisch von ihrem Schaffen her, sondern auch wirtschaftlich von ihrem Klavierspielen und ihren Kompositionen tatsächlich gut leben konnte. Und wen jetzt vielleicht das Leben von Brahms noch etwas näher interessiert, der sollte ruhig mal in das Brahms-Museum gehen, was hier ganz in der Nähe der Leishalle im sogenannten Komponistenquartier untergebracht ist. Die Statue an sich ist sehr interessant, also nicht nur, weil es eine schöne Jugendstilstatue ist, sie steht ja auf so einem Podest und da wird teilweise vermutet, dass dieses Podest früher sogar mal richtig drehbar war. Man konnte also angeblich diese ganze Statue früher drehen und man sagt, man habe diese Funktion dann aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Ob das stimmt, das weiß man nicht genau, aber wir können ja mal gemeinsam an diese Statue vielleicht ein bisschen näher herantreten und sie mal gemeinsam umrunden. Ja, und es ist in der Tat ganz interessant, hier diese Statue mal zu umrunden. Man sieht dann ja sehr schön, das ist alles aus glattem Marmor gearbeitet, aber es gibt so die ein oder andere Stelle, die dann ein bisschen mehr glänzt. Und wenn Sie vielleicht mal die Gelegenheit haben wollen, die Statue aus der Nähe zu sehen, dann kommen Sie doch gerne mal an einem Samstagnachmittag hier zu den sogenannten Tea Time Classics. Dann stellen sich hier regelmäßig junge Nachwuchskünstler vor. Dazu wird Kaffee und Kuchen gereicht. Sie haben also einen sehr unmittelbaren Kontakt dann zu den Musikern. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, im Moment finden solche Konzerte nicht statt, wie wir alle wissen. Wir hoffen sehr, dass das dann bald wieder der Fall sein wird.